Ihr Lieben, es wird dunkel, es wird düster, es wird schwarz. Und zwar monochrom schwarz. Und wie man ein komplett schwarzes Outfit cool in Szene setzen kann, das zeige ich euch heute. Ich habe zwei richtig coole Looks vorbereitet und ich bin gespannt, was ihr sagt. Heute habe ich zwei Outfits für euch. Einmal ein komplett schwarzes Tagesoutfit, eher casual und bequem. Und dann noch eins, was sehr besonders ist. Etwas transparent und ein wahrer Hingucker. Deswegen bin ich ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Wichtig ist, dass wenn ihr euch komplett schwarz anzieht, dass ihr auf jeden Fall mit den Materialien spielt. Nicht nur ein Material, weil das kann ganz, ganz schnell, wenn das Outfit komplett schwarz ist, eintönig werden. Beim Materialmix sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt Leder mit Spitze, mit Tüll, mit Samt, mit, was gibt's hier noch? Ach ja, Baumwolle. Also wie gesagt, ihr könnt euch komplett austoben. Nur wichtig ist, dass ihr mixt, was das Zeug hält. Und hier habe ich das perfekte All Black Abend Ausgeh-Outfit für euch. Ich habe mich, wie schon angekündigt, auch total ausgetobt. Und zwar trage ich ein schwarzes langes Kleid von Pinko aus Tüll und Spitze. Darüber habe ich ein Pullover geschmissen aus Strick, mal wieder von Gina Tricot. Lässig im Trenchcoat übergeworfen, in der Taille ein bisschen geschnürt und ein cooles Accessoire mit schwarzen Steinen und goldenen Akzenten gesetzt. Und hier habt ihr den Look Nummer 2 in All Black, eher lässig und ein bisschen casual. Mein Highlight bei dem Look ist die Herrenhose, die gibt es bei ASOS. Und mein Liebling ist mein cooler Vintage-Gürtel aus New York. Den habe ich dort auf dem Street Market gekauft und bin ganz verliebt. Ja, und sonst noch meine coole Klatsch, meine Boxklatsch von Elisabetta Franchi, das ist auch so ein schöner Hingucker. Man kann einen komplett schwarzen Look nicht nur durch Materialien aufpimpen, sondern auch durch coole Accessoires, wie zum Beispiel hier mit meiner goldenen Schnalle, mit meiner coolen Boxklatsch und auch noch mit den Schnallen an meinen Loafers. So, und noch zu guter Letzt ein kleiner Tipp am Rande von mir. Schwarze Sachen waschen sich sehr gerne sehr schnell aus. Ihr müsst aber nicht verzweifeln, sondern ihr geht einfach in den Drogeriemarkt um die Ecke und kauft ein schwarzes Farbmittel für Textilien und schiebt das Ganze in die Waschmaschine, lasst es mal schön durchwaschen und färben und die Sachen sehen wieder aus wie neu. So, das war's jetzt mit dem All Black Styling Video, aber wenn ihr meine anderen Videos noch nicht geguckt habt, dann könnt ihr das natürlich jetzt sofort machen und euch fleißig durchklicken und mir fleißig eure Daumen nach oben geben und natürlich auch kommentieren. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.